Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Es ist, oh mein Gott, es ist der zweite Teil in der dritten Runde meiner Nachholjagd hier. Aufholjagd, Nachholjagd, geiles Wort. Aufholjagd meiner Horse und ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ich habe mir zwei von diesen Boxen hier noch mal mitgenommen. Die großen kosten 2,99 €. Finde ich für meinen Geschmack sehr praktisch. Komme ich alles rein, passt in mein Regal. Richtig super. Dann habe ich mir noch mitgenommen einmal 20 Laminierfolien für 1,35. Und dann für meinen Mann, der nämlich der Herr der Küche hier bei uns ist, für 6,99 € diese ja, Tupperboxen, will ich nicht sagen. Stimmt ja nicht. Es ist ja kein Tupper, aber diese Glasboxen seht ihr ja selber. 13 Teile, unterschiedliche Größen, durfte mit. Ja, man muss ja auch mal aussortieren. Alte abgeranzte, deckellose Schüsseln oder Deckel ohne Schüssel. Ihr kennt das Spiel ja. Es verschwindet irgendwie immer alles auf mysteriöse Art und Weise. Irgendwo im Nirgendwo. Wie mit Socken in der Waschmaschine. So, dann habe ich mir einmal den Durstlöscher für 44 Cent mitgenommen. Diesmal ein Waldmeistergeschmack. Ich dachte, ich teste es einfach mal. Ja, dann waren noch einmal Mülltüten zu gebrauchen für 69 Cent 40 Stück. Und zum guter Letzt, es ist kein langer Haul, es ist ein Mini-Mini-Mini-Haul, habe ich mir für 98 Cent diesen Lufterfrischer mitgenommen. Das ist Wasserlilie und asiatisches Süßgras. Ich habe mir schon mal vor einer halben Ewigkeit Lavendel und Patchouli mitgenommen, aber ja, also der Geruch ist doch schon ein bisschen anstrengend. Ja, wie gesagt, wir haben zwei Hunde und zwei Katzen und ja, man braucht halt doch immer mal ein frisches Lüftchen. Also durfte es diesmal Wasserlilie und Süßgras sein. Ja, Leute, das war es auch schon von meinem Haul, Action Haul. Total spannend, total aufregend. Ich habe auch überhaupt gerade nichts zu erzählen, außer dass es ist schon Dezember. Der zweite Advent und ja, viel zu tun, viel zu erledigen, viel zu machen. Ich gebe mir Mühe, das bis zum Ende des Jahres hinzubekommen. Für mich mehr als für euch, aber egal. Ich wünsche euch wirklich einen wunderschönen zweiten Advent und wir sehen uns in einem nächsten Video von mir. Ciao, ciao, tschüss.